Herzlich willkommen zurück in den Büros von Abstergo und wir befinden uns schon wieder an unserem Arbeitsplatz und werden uns mal wieder in die Animus einloggen, um Shays Geschichte weiter zu erfahren. Shit, was ist passiert? Oh, noch eine Störung? Dasselbe wie zuvor. Shay ist in Notre Dame. Versuchen Sie, die Erinnerung zu vervollständigen. Was? Paris? In Frankreich. In Frankreich sind wir. Was machen wir in Frankreich? Ich hab's. Shay ist in Paris, okay? Hab sogar ein Datum. 1776. Zu diesem Zeitpunkt war Franklin amerikanischer Botschafter in Paris. Ladies and Gentlemen, Mr. Otto Berg, Profikiller und Amateurhistoriker. Da drüben sind schon mal Verbrecher. Arretee, was wollt ihr? Ich will keinen Ärger mit euch. Du unkultiviertes Schwein, hättest deinen Moment nicht verlassen sollen. So, die anderen kriegen wir auch noch mit einem Luftattentat kaputt. So. Franklin? Shay? Seid ihr das? Wie lange ist das her? Ah! Wo bleiben meine Manieren? Vielen Dank, mein Freund, danke. Aber was treibt ihr in Paris? Mit allem nötigen Respekt, Sir. Keine Zeit zu reden. Ihr seid immer noch in Gefahr. Ja, Ich muss zu meiner Familie. Hab dich. Schleichende Assassine im Heu. Danke, Shay. Bitte wartet auf mich. Ich muss erst wissen, ob meine Familie sicher ist. So, da vorne haben wir noch zwei. Fünf. Vier. Und du bist nochmal fünf, oder? Ja. So, schnacken wir nochmal eine Runde mit Franklin, der gerade wieder rauskommt. Wie habt ihr das gemacht? Ich hab da ein Talent. Was für ein Glück! Ich mache mir mein Glück, Master Franklin. So wie ihr wohl auch. Ja, in der Tat, mein Bester. Tja, ohne euren Beistand heute. Nun, euch gilt mein Dank, Shay.
Kann ich irgendetwas für euch tun als Gegenleistung für eure Güte? Ja, das könnt ihr. Es geht um einen Geschäftsfreund. Ich hörte, er sei im Château de Versailles in 2 Tagen. Und sie lassen nicht jedermann in den königlichen Palast. Nun gut, mal sehen, was ich tun kann. Schloss von Versailles. Okay. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Mehr können wir jetzt nicht tun. Wir sequenzieren weiter gestörte Erinnerungen, deswegen haben wir Probleme. Was schlagen Sie vor? Wenn wir mit Chase Leben in den Kolonien fortfahren, erhalten wir bessere Ergebnisse aus den Paris-Erinnerungen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Lade jetzt die nächste Erinnerung hoch. Na, hoffen wir jetzt, landen wir jetzt auch wieder in den Kolonien. Muss ich wirklich nachdenken, obwohl sie es gerade gesagt hat. Unglaublich. Hazen Kenway. Jay Cormack, ihr seid wohl der neue Dozent für Vorläuferarchäologie. Ich bin kein Experte, Sir. Ich sah nur, was Assassinen mit diesen Orten vermögen. Ich verbrachte Jahre, Vorläuferspuren zu verfolgen. Sagt mir, was ihr seht. Nun, ich weiß, dass Assassinen und Templer Edensplitter suchen. Mächtige Waffen, suggestive Äpfel. Diesmal ist es anders. Wir fanden keinen Apfel, nur einen Baum. Diese Tempel halten die Erde zusammen wie Wurzeln. Stört sie und Haiti fällt oder Lissabon. Oder ein anderer Ort auf dem Manuskript. Und die Assassinen mischen sich blind in diese Strukturen ein? Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden weitere Städte untergehen. Verstehe. Wir haben Kenntnis von Assassinenaktivitäten nahe Fort Louisburg. Wir treffen einen Royal Navy-Offizier, James Cook. Er hat einen Auftrag erhalten, der strategisch wertvoll sein könnte. Gist hat die Karten. Sehr gut. Ich breche bald auf. Colonel Monroe war voll des Lobes, Shay. Er ist überzeugt, dass ihr einer unserer Besten werden könntet. Also, enttäuscht mich nicht. Habe ich nicht vor, Sir. Der Hazen. Der Feind aus Teil 3. Der Sohn aus Teil 4. Yeah. Also spielen wir gerade zwischen. Gist, wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen. Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke, hat er gerade ein eigenes Kriegsschiff erhalten. Er ist auch Experte im Entschlüsseln von Geheimcodes. Ein solcher Mann kann unserer Sache zugutekommen. Die Art von Mann, die wir im Orden begrüßen sollten? Nun, er ist mein Freund, aber er zeichnet sich durch eine peinliche Redlichkeit aus. Und jegliche Arglist liegt ihm fern. Das macht die Geheimhaltung etwas schwierig. Vor allem, da sein mathematisches Gehirn gut im Knacken von Codes ist. Seht ihn als Verbündeten, aber achtet auf eure Worte. Ich verstehe. Danke für die ganze Information, Bro. Und wir wollen jetzt mal was harponieren. Nachdem wir das Beiboot voll ausgerüstet haben. Und richtig heftige Harpunen haben. Und unsere Fischermontur haben wir an, oder was ist das jetzt? Er ist da drüben! Es geht los! Er wird schwächer. Na, weil. Ja. Guter Schuss, Sir. Vielen Dank. So ist es. Ach, halb tot. Na? Wo steckst du, du Bastard?
Fuck. Der ist gefährlich. Ja, aber was? Vorwärts! Vorwärts! Na, von wo kommt er jetzt? Ich sehe ihn! Feuerwaffe! Hab dich! Sei es sicher, Captain! Es geht los! Geschafft! Noch einmal. Wo ist er? Na, komm her, Kleiner. Da. Achtung, Backbord voraus! Haha, und erlegt die Bestie. Ein Narwal zerlegt. Achtung, das Horn! Nur zur Sache, Norn. Einhorntöter. Gut gemacht, Captain! Alle Segel, sie verträgt das! Setzt Top, Bram, Sir, und Barsegel. Von vorne! Munition verschwendet. Bereit ja, zum ja. Zuschlagen. Was sagte dieser Franzmann? Ah, morgen Schnee? Welch Einsatzfall. Ach, das bisschen Schnee. Wo sind wir jetzt eigentlich genau? Hier waren wir noch gar nicht, oder? Nee, hier ist auch irgendwie noch nichts freigeschaltet. Außer ein paar Kleinigkeiten. Unbekannter Ort. Gucken wir uns mal das kleine Nest hier vor. Stell dich nicht so an. So kalt ist das gar nicht. Beweg dich halt ein bisschen. Ein Schiffswrack. Wir fahren mitten durch Eis. Top Segel öffnen. Locker trimmen. Alle Segel einholen. Das sieht ja interessant aus. Trophäe Eisbrecher verdient. Ja. HMS Sapphire. Das sind Pinguine. Süß. Einiges an Beute gibt es hier, wie es aussieht. Da ist die alte Templerrüstung drin. Templerreliquien. Ah, von den Templerkarten. Von 24, okay. Dann sammeln wir erstmal weiter Karten, dass wir alle finden können. So gefällt mir das. So, wo ist das Doppel? Das Kreuz ist halt das Haupt. Ding. Rüstung.
Na, du Teddy? Vielen Dank für dein kuscheliges Fell. Das war easy. Das war ja auch direkt da, wo wir standen. Okay, hier ist trotzdem noch irgendwo vor uns eine Truhe. Und Baupläne. Oben in dem halben Schiffswrack. Und das nächste. Wie hat's denn bitte das Schiff hier zerlegt? Das muss ja schon ewig hier sein. Wenn sie jetzt von dem Gletscher so zer... Boah. Oben ein bisschen und ein bisschen, dort ein bisschen. Komm her, du Lied. Da fehlt nur noch die Truhe. Oder? Oh, da fehlt noch eine Truhe. Wo haben wir die denn übersehen? Klar. Komplett die andere Seite. Oh, kalt. Schauen wir nochmal, ob wir nochmal einen Eisbären auftreiben können hinten. Bevor wir weiter segeln. Nö. Nö, nö. Gut, zurück zum Schiff. Na gut, das Beiboot tut's auch, um zum Schiff zu kommen. Zurück zum Schiff. Gebt mir etwas Fahrt. So viel Segel, wie ihr könnt. Hey ho, hey ho. Wir segeln und sind dabei froh. Und leider war's das schon wieder von heute. Aber wir haben ein altes Templerschiff entdeckt. Wo sich die gute Rüstung eines alten Templers verbirgt. Und mit dieser Stelle werde ich mich von euch verabschieden. Und in der nächsten Episode werden wir in eine Seeschlacht mit diesem Schiff dort starten. Ich weiß zwar nicht, wie stark es sein wird, aber wir werden es für unsere Crew
für unsere Flotte gewinnen. Und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei, wenn es heißt Seeschlacht. Ja, okay. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Also, haut rein und bis morgen. Ciao.